befinden uns hier im Hauptgebäude, im nördlichen Teil, auf der Ebene 5 und darunter Ebene 4. Das heißt, die Apotheke liegt auf zwei Ebenen. Wir haben insgesamt 5000 Quadratmeter, aufgeteilt auf 2500 auf Ebene 5 und genau darunter Ebene 4 für den Logistikbereich hier noch einmal 2500 Quadratmeter. Die Apotheke im AKH ist bekannt dafür, dass keine Dienstleistung eigentlich zu viel ist. Das heißt, wir sind zukunftsorientiert und wir versuchen immer wieder unsere Prozesse zu reflektieren, wo können wir noch uns erweitern, um damit letztendlich immer einen Fokus zu haben, Patientensicherheit. Täglich werden 12.000 Medikamente im Durchschnitt an nur allein das AKH geliefert. Zur Unterstützung im Bereich der Logistik wurde der Kommissionierautomat Bernardo implementiert. Bernardo lagert rund 3.000 Medikamentenpackungen pro Tag vollautomatisch aus und nutzt den verfügbaren Lagerraum optimal. Dadurch wird die Effizienz in der Logistik gesteigert. Nach einer Plausibilitätsprüfung durch das Apothekenpersonal sucht der Roboter die von der Klinik angeforderten Medikamente und befördert sie in einen Transportbehälter, um diesen über ein Förderband auszugeben. Am Ende der Förderstrecke wird die Anforderung nochmals von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Apotheke geprüft, bevor die Lieferung für die hauseigene automatische Transportanlage in Containern an die Klinik zugestellt wird. Bernardo ist Teil der umfassenden Modernisierungen der Apotheke im AKH Wien. Die Apotheke wird derzeit modernisiert, dabei wird der Logistikbereich adaptiert und zusätzlich erfolgt hier dann gleichzeitig noch der Ausbau der Apotheke, die Erweiterung der Apotheke um eine zusätzliche Ebene 3 befindlichen Bereich, der wieder 2000 Quadratmeter umfassen wird und der dann im letztendlich ausgebauten Zustand eine Produktionsstätte sein soll, die hier das GMP-Zertifikat erreicht, also Paragraph 63, und damit hier auf dem höchsten Niveau Produktion anbieten kann. Ich freue mich schon sehr, wenn ich dann durch die neu adaptierte und erweiterte Apotheke gehen kann und es vorstellen kann im Rahmen eines Tag der offenen Tür, um zu zeigen, wie eine zukunftsorientierte Apotheke aussieht, die damit gewappnet ist, die all noch kommenden Dienstleistungen hier hervorragend bewerkstelligen zu können und damit für die Zukunft gerüstet zu sein.